So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Gedanken zum Tag hier aus Weilerstadt im Oktober 2020. Das Jahr ist ja ein besonderes und es wird sicherlich in die Geschichte der Menschheit eingehen als das Jahr der Systemrelevanz zum einen und der Pandemie. Das Unwort wird sicherlich werden, systemrelevant, da gehöre ich dazu, auch nicht schlecht. Gut, was ist im Moment im Gange? Der Virus bestimmt das Denken eines jeden Menschen. Irgendwo hat ja jeder jetzt von den 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt von diesem Virus erfahren. Und jeder geht damit um, wie es nach seinem persönlichen Lebenslauf eben bedeutet. Und man hat natürlich immer Verantwortung für das eigene Leben. Jeder Mensch, jeder, der hier spricht oder zuhört, auch im Internet oder sonst wo face to face, man hat Verantwortung. Und diese Verantwortung für das eigene Leben bedeutet natürlich, dass ich mich hier auch beteilige an solchen Schutzmaßnahmen. Das ist wichtig. Wobei diese Maske ja eher den anderen schützen soll. Und das ist ja schon mal schwieriger. Die meisten Menschen achten natürlich logischerweise zunächst mal auf das eigene Leben. Ist ja auch erlaubt. Man muss sich versorgen, gut ernähren, Bewegung. Dann muss man natürlich fürs Einkommen einigermaßen sorgen, so gut die Gesundheit es zulässt. Aber es geht hier beim Tragen dieser Maske auch mehr um die Verantwortung, die wir den anderen gegenüber haben auf dieser Welt. Und ich war jetzt in den letzten 2, 3 Wochen auch wieder bei Veranstaltungen, die ja ein halbes Jahr lang ausgefallen waren. Da gibt's halt immer noch Leute, die es nicht begriffen haben, die dann ohne Maske rankommen, wollen dir was ins Ohr flüstern oder husten in deiner unmittelbaren Nachbarschaft oder sonst was. Das finde ich unverantwortlich. Und es gibt natürlich Leute, die halt leugnen, die aus ihrem eigenen Lebenslauf einiges leugnen oder verdrängen. Die Existenz des Virus wird immer noch bezweifelt von einem recht hohen Anteil in der Bevölkerung. Und die gehen auch auf die Straße und sagen, wir brauchen keine Maske. Nicht, keine Maske nicht, das war es mein Opa gesagt. Aber es ist so, ich behaupte, wenn wir keine Schutzmaßnahmen treffen, keine Hygieneregeln, dann gibt es halt mehr Tote, als wenn wir diese Regeln einführen und einhalten. Da schließe ich mich als Linker auch im Wesentlichen den Vorgaben, die hier von Landesregierungen, anderen Stellen, Landräten oder von Veranstaltern. Hier tragen sie die Maske die ganze Zeit und so. Da gehe ich heute hin zu so einer Veranstaltung. Da ist eben diese Maske angeordnet worden, die ganze Zeit. Das gibt's auch. Es gibt ja auch die Leute, die das aus beruflichen Gründen den ganzen Tag tragen müssen. Die können ja auch nicht wählen. An der Kasse beim Aldi. Jetzt muss ich mal husten. Entschuldigung, es geht gleich weiter.